Hi Frank Tausch hier, Filmkritik TV, diesmal wieder mit einer Wunschkritik von euch zu Die Haut, in der ich wohne. Und ob dieser Film mit dem schlechtesten Trailer des Jahres etwas taugt, erfährst du jetzt. Norma? Norma? Nach dem Verbrennungstod seiner Frau schafft es Schönheitschirurg Antonio Banderas, eine neue Haut zu entwickeln, die ihr Leben gerettet hätte. Doch nach einem weiteren persönlichen Verlust macht seine Rachsucht ihn zu einem Mini-Dr. Frankenstein. Und mehr kann ich hier nicht über die Handlung sagen, ohne zu spoilern. Das gleiche gilt natürlich auch für dich. Die Haut, in der ich wohne, vereint Antonio Banderas nach über 20 Jahren mit seinem Entdecker Pedro Almodóvar. Der ist ein brillanter Filmemacher und einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Außerdem liebe ich spanische Filme. Eigentlich sollten Banderas, der fantastisch intensiv ist, und Penelope Cruz spielen, aber Elena Naya ist auch klasse und hat ja sowieso eine starke Ähnlichkeit mit ihr. Außerdem darf natürlich Almodóvars Muse, die herrliche Marisa Paredes, nicht fehlen. Sie spielt die mütterliche Hausangestellte. Es gibt wieder die für Almodóvar typische Mischung aus Leidenschaft, Melodrama und groteskem Humor, diesmal mit einer Portion Thriller. Passend zum Thema wurde mit einer unglaublichen Ästhetik gefilmt und ausgestattet, und die Geschichte entwickelt sich immer anders, als man denkt. Die Haut, in der ich wohne, ist einer der ungewöhnlichsten und faszinierendsten Filme des Jahres. Lass dich also bitte nicht von dem blöden Trailer beirren. Und wenn du kannst, sieh ihn im Original mit Untertiteln, sonst versäumst du die tollen Stimmen der drei spanischen Hauptdarsteller. Auch wenn Almodóvar bereits für Alles über meine Mutter einen Oscar erhalten hat, finde ich es sehr schade, dass die spanische Filmakademie seine Arbeit wieder einmal nicht für eine Nominierung eingereicht hat. Verschwende ein für einmal. Der Streifen ist ab 16 freigegeben und startet in Deutschland am 20. Oktober, in Österreich am 14. Oktober und in der Schweiz am 6. Oktober. Ich gebe Die Haut, in der ich wohne, ein A-. Lass mich deine Gedanken wissen und bitte dran denken, Anfragen zu Wunschkritiken nicht unter den jeweiligen Sendungen, sondern bitte auf meiner Kanalseite hinterlassen. Den Link dazu kannst du jetzt oben rechts im Bild anklicken. Wie immer, viel Spaß im Kino. Für heute tschüss aus Hollywood.